Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Hautbellerau experimentell. Ja, wir sind schon im Mai, das heißt, wir haben auch fast von 405.000 jetzt auch schon wieder fast 460, also 60.000 wieder eingenommen. Und wir werden uns jetzt mal mit dem Gras nochmal beschäftigen, dass wir vorgewendet, also besser gesagt, aufbereitetes Gras haben und sehen dann gleich uns auf Feld 33 wieder. So, warum er gerade mir meine Aufnahmen gesperrt hat, weiß ich zwar jetzt nicht, aber ja, ich wollte gerade mal nach der Farbe gucken. Also mit diesem Schnitt, was ich jetzt hier gerade nochmal nachgelesen habe, ist das Gras aufbereitet in Schwartablage. Das ist genau das, was wir jetzt quasi brauchen. Und das ist richtig gut. Dann starten wir nochmal alles. Werden das Ganze quasi selber mähen. Dann haben wir nämlich auch gleich noch ein bisschen Arbeit für uns, was man benutzen kann. Das passt. Und ja. Weil das Ganze wird dann quasi eingesammelt, zum Verkauf direkt gebracht. Und dass wir da noch ein bisschen gute Investitionen quasi haben für das Ganze. Unter anderem könnte man nämlich dann auch mal gucken, wie viel wir nämlich da auch rausbekommen. So. Dann machen wir direkt auf dem Feld. Muss ja auch mal gelernt sein. Werden. So. Ja, ich weiß nicht, was das da ist. Warum die Taste da immer so hoch geht. Ich habe schon geguckt, aber scheint wohl auch nicht wirklich so der Hit zu sein. So. Ob das jetzt dann einfacher wird. Aber ja. Ja, was kann ich noch ein schönes berichten, wenn wir jetzt gerade am Rasenmähen sind. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wann der Marktschrei da losgeht. Ne? Also gerade vor allem mit dem neuen DLC. Also ich habe bis jetzt noch kein Update gefunden. Es gibt einige Sachen, die mich interessieren würden. Gerade wenn wir auch den Milchviehbetrieb haben, haben wir die Möglichkeit, dass wir Dünger herstellen. Ja, also das bringt es auch nicht. Wunderbar. Das war ja quasi mit den zwei. Das stellst du direkt an den Hof hin, also neben dem Kuhstall, und dann kannst du direkt die Flüssigdünger herstellen, wenn du das Methan, den Methan, also den Geruch aus den Kühen rausziehst. Ja. Auch eine geile Beschreibung, gell? Ne, also das Methan, was im Kuhstall natürlich existiert, den ziehst du quasi da raus und produzierst dann quasi deinen eigenen Flüssigdünger. Für mich wäre halt wichtig, also ich müsste es quasi an beiden Kuhstellen dann hin platzieren. Und dann könnten wir quasi alles produzieren. So, während ich jetzt hier erstmal am Mähen bin, hoffe ich, dass wir uns dann, ja, denke ich mal, ohne Probleme und keine Aufnahmenabbruch, weil wie gesagt, ich habe gerade nochmal vorhin eine
Aufnahme gestartet. Da waren ein paar wichtige Informationen, nur ich simpel hab's wieder vergessen. Was ich nochmal darauf gesagt hatte und deswegen sehen wir uns dann gleich wieder. So, unser letzter Schnitt. Das links lasse ich alles stehen. Aber wenn dann es nochmal für 3 Tage wachsen sollte, dann haben wir auf jeden Fall den doppelten Ertrag. Und werden dann mit dem Grasschnippeln quasi auch fertig. Jetzt müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis dann der Preis ein bisschen steigt. Dann können wir das Ganze nämlich dann noch im Ladewagen einsammeln und verkaufen. So. So, und dann fahren wir das gerade mal wieder zurück. Ach, der Bauer. Immer fahre ich immer dieselbe Schilder um. Aber es hat sich gerade schön gedreht. Naja, egal. Das ist halt so. So. Upp. Genau, also die ganzen Ballen, die werden natürlich dann auch komplett für das neue Schaf. Na, Schafstall, also wie gesagt, für den Schafstall, den wir jetzt noch haben, komplett verbraucht. Und ja, in der Zeit wollen wir jetzt auch noch ein bisschen Platz haben. Gucken wir auch, dass wir dann mal vorspulen können. Dann die Vorbereitung für die Rapsernte. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, da gibt es schon einiges. Ich habe mir auch schon nochmal von der Fabrik, der Dieselfabrik, noch ein paar Screenshots gemacht, ein paar Bestellungen der Hinsicht, naja, was halt alles braucht, nochmal gemacht. Und der Hinsicht habe ich mir gedacht, na gut, schauen wir mal, weit wir da sind. Und dann werde ich auch in Zukunft für das, was wir dann quasi arbeiten, im kleinen Stream, also in so einem kleinen Bildschirmvideo quasi mit einfügen. Zumindest der ist ein bisschen Ordnungs, ja, was wir machen, wie wir es machen. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Rapsernte. So, wir sind angekommen im Juli. Das heißt, wir können jetzt unser Raps ernten. Sollte auch erntereif sein. Nicht, dauert wohl noch einen Tag. Naja, nichtsdestotrotz, aber dann haben wir hier noch ein bisschen mit unseren Tieren zu tun, denn die müssen auch wieder mal gepflegt werden. Ja. Da könnten sogar noch einen Tag quasi dauern. Die Schweine, die haben ja noch genug. Haben die genug? Ja, das wird's schon. Das wird schon passen. Geben wir denen gerade mal das Tank da. Das ist auch nicht schlecht, was da tankt. Naja, egal. So. Aber dann springen wir noch einen Tag vor und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge zum Raps ernten und wünsche euch dann einen schönen Tag. Habt viel Spaß, euer Bartalo. Ciao, ciao.